Hallo, liebe Modelleisenbahn-Freunde und Abonnenten von meinem Kanal. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Lokvorstellung. In dieser Folge geht es jetzt so wie um eine weniger spektakuläre Maschine. Auch vom Hersteller her, das ist wirklich schon ein alter Schinken. Und zwar von der Firma Rocco. Mit der Artikelnummer H00. 4112a. Und das ist nichts anderes als die BR58 der Deutschen Reichsbahn. Dieses Modell gibt es schon sehr, sehr lange, wird auch immer wieder überarbeitet und so. Ich glaube, H0 ist sogar fast mit der Lokomotive groß geworden. Hab's aber trotzdem gekauft. Zwei Punkte, 50 Euro. Soll auch herhalten zum Altern. Und ja, ist eigentlich wirklich nichts Spektakuläres. Ich habe es auch gekauft, weil ich ja die 44er hatte. Und es ist, eigentlich sind ja gar keine schlechten Maschinen. Und fangen wir mal gleich an. Okidoki. Und so sehen wir sie. So. Wirklich nicht spitz. Also, ja, ist halt eine alte Lokomotive. Aber trotzdem, die 44er ist gut weggekommen bei mir, mehr oder weniger. Und ich habe die 44er und diese hier zusammen gekauft. Aber ich nehme es jetzt mal raus, stelle es auf die Schienen und dann sehe ich noch ein bisschen was. Also beginnen wir. Und zwar, ich mache erst den unteren Teil und dann den oberen Teil. Also hier beim unteren Teil, bei der Front, ganz normale Pufferbohle zugerüstet. Ich habe den Faden verloren. Machen wir weiter im Text. Hier unten. Der dritte Zylinder da schon nachgebildet. Und wenn wir dann hier gucken am Zylinder, auch da hat Rocco schon dran gedacht, das alles nachbilden. Auch hier, wenn ihr das mal seht, das ist alles wunderschön gemacht. Auch hier oben zahlreiche Details, wo das die Firma Rocco damals umgesetzt hat. Dann drehe ich die Maschine und auch hier sehen wir dann, das ist die Kolben, der dritte Zylinder. So, jetzt hier oben sehen wir dann den Aufstieg zum Entschlacken. Die Räder, ja, Da dürfen wir uns gar keine großen Erwartungen machen, ob das jetzt super fein ist. Fahrwerk ist und dies und das und jenes, aber ich finde es schön, zum Beispiel, Rocco hat hier so eine Klappe nachgebildet, so eine Wartungsklappe, auch da unten. Ich meine, das machen andere heutzutage auch, aber ich will doch mal die Firma Rocco nicht immer nur kritisieren, sondern auch mal loben, weil in letzter Zeit gefallen mir die Rocco-Lokomotiven immer mehr, weil wenn jemand H0 macht, der kommt um Rocco und nicht drumherum. Es ist so, ich wollte erst Rocco umgehen, aber warum soll ich ihn machen? Die machen auch gute Modelle, aber ich hatte eben auf dem TT-Sektor so schlechte Erfahrungen mit Rocco. Also, Themawechsel, wir sind bei der 58er. Super fein, also super feines Gestänge. Für seine Zeit sicher kein schlechtes Fahrwerk. Heutzutage würden wir sagen, diese Speichenräder, das ist ein, wie sagt man, No-Go. Aber man muss mal auch sehen, das hier, das ist noch Metall. Ne? Also das ist massiv. Das geht nicht so schnell kaputt. Wie jetzt Plastik. Und auch hier die Bremsbacken, die liegen eigentlich noch recht nah an den Rädern dran.
Sandfallrohr, das können wir sowieso vergessen. Das ist klar. Wenn das heute schon nicht der Fall ist, dann war das früher sowieso nicht. Hier halt die hohen Spurkränze. Ja, heutzutage wird sowas nicht mehr gemacht, aber eben, auch wenn es ein bisschen bescheuert aussieht und so, also nicht mehr zeitgemäß, aber die Dinger sind betriebssicher. Ja, da müsste keine Angst haben, dass die mal über der Weichen raushupst und dies und das und jenes. Und wenn es auch ein Kind jetzt bekommen sollte zum Geburtstag, zum Weihnachten, der kann mit die Lokomotive voll loslegen und die ist auch mehr oder weniger sehr gut, sehr, sehr massiv, die verzeiht auch mal Fehler, oder? Von dem her. Dann da oben der Druckluftkessel. Auch hier diese saubere Beschriftung. Steht da oben Reichsbahndirektion Stuttgart. Ist das möglich? In dem Fall ist es keine deutsche Reichsbahn. Ich glaube, Rocco hatte das gar nicht so richtig im Griff. Oder ist es sein, dass es eine Epoche-2-Maschine ist? Weil wenn ich lese Deutsche Reichsbahn, dann ist das in meinem Kopf DDR. Wenn es vor der DB-Zeit war, dann müsste es eigentlich heißen Deutsche Reichsbahngesellschaft. Oder sehe ich das falsch? Ihr könnt es mir ja in den Kommentaren schreiben, wie es richtig ist. Aber ist mir auch egal. Ob, mir geht es um die Lokomotive selber. So, Rocco hat da auch schon hier und da mal so eine kleine rote Zierleiste. Haben sie schon ein bisschen gespielt. Finde ich toll. Denn das Tenderfahrwerk, dieser komische T3, Tender, ist das möglich? Weiß nicht. Ist auf alle Fälle kein Einheitstender. Schön genietet, hä? Auch die Gravuren von den Nieten und hier von den Achslagern. Schön gemacht. So, dann da. Ja. Die Laternen, hä? Aber egal, wir haben hier an der Seite dritte. Hier oben auch so eine, so ein Laufsteg. Kann man eben so sagen. Haltestangen. Die Haltestangen, muss ich mal gucken schnell. Ja, seht ihr? Freistehend. Auch hier. Freistehend. Schön gemacht. Heutzutage macht man dann sowas gelb. Ich weiß nicht, kann man hier noch einen Kuppelhaken anbringen? Wohl kaum. Auch hier von der Seite. Da müsste eigentlich uns wieder genau dasselbe erwarten. So, auch hier. Roter Zierstreifen. Hier unten eine Leitung. Und das kann man auch mal ruhig anfassen, da passiert nichts. Andere Hersteller, das fällt das schon ab, wenn du es nur angucken tust. Nicht schlecht ist das hier drin. Nachgebildet, der dritte Zylinder. Könnte sein, hä? Ja, das ist der dritte Zylinder. Also der hat sogar, der ist nachgebildet, oder wie? Oh je. Ist egal. Sollte beim Laufen eigentlich keine Rolle spielen. Ich sehe es ja eh nicht. So. Auch hier sehen wir die Kolbenschieberstange. Das ist nicht richtig verbunden hier. Wegen dem bewegt sich die auch nicht. Ist nur angedeutet, aber ist egal. Meine Güte. Dieses Aggregat hier.
freistehend, schön genietet. Und hier auch, wenn man mal guckt, da ist die Scharniere, der Verschluss, da der Verschluss, da oben ist die Scharniere. Und da ist wohl das Schloss dazu. Also, ganz ehrlich, was will man mehr für das Alter? So, und jetzt möchte ich doch mit euch den oberen Teil noch angucken. Und dafür muss ich die geliebte Kamera umpositionieren. Also, kommen wir zum oberen Teil. Ich lasse es gleich so. Fangen wir von vorne an, oder? Hier dieses Aggregat, das muss wohl für die Zylindereinstellung sein, glaube ich. Haben Sie nicht vergessen, zum das Nachbilden. Lichtmaschine. Hier oben ist. Keine Ahnung. Könnte man ja schreiben. Weiß nicht, was das für ein Aggregat und für ein Dings ist. Dann, ja, diese Handräder, die sind wirklich nicht zeitgemäß. Aber hier und da, meine Pinzette ist ein bisschen zu dick. Aber Jungs, hier, diese Leitung hier, freistehend. Freistehend. Und guckt euch mal das Handrad an. Damals schon, hä? Das ist ja, glaube ich, der Sandeinfülldom mit den Sandleitungen. Ups. Dann auch hier der Kessel. Also so schlechte Detaillierung ist sie nicht. Laufmäßig dürfte sie wahrscheinlich schon ein bisschen. Aber was hier komisch ist, der Rahmen macht einen Bogen. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Keine Ahnung. Aber es ist mir jetzt schon doch komisch. Also, wenn man so genau hinguckt, macht der Rahmen hier. Hier oben ist der höchste Punkt, dann geht es wieder runter. So, auch da oben. Waren wir hier schon? Ja, hatten wir. Auch hier freistehend. Die ist auch freistehend. Jawohl, die Leitung. Diese hier ist freistehend, diese hier ist freistehend. Die anderen sind angespritzt. Auch hier nochmal ein zweiter Sandeinfülldom, Sanddom, wo es dann hintergeht. Genietet und Waschluken. Hier freistehend, freistehend. Ist freistehend, aber mein Zeiger ist zu dick. Ja. Hier oben ein Verteiler. Was auch immer das rein und rauskommt. Fenster genietet. Auch hier. Auch diese Stange hier. Die ist freistehend. Ich komme einfach nicht dazwischen, weil der ist zu dick. Da unten der Tritt hat auch eine rote Zierleiste bekommen. Tenderfüllung voll. Und die Kohle, wo er da drin hat, die sieht sogar besser aus wie die heutigen. Naja, ganz ehrlich. In Stauraum, in der Staukiste. Nicht vergessen nachzubilden. Seht ihr die Nieten? Die sind sehr fein. Ich weiß nicht, ob das sogar zu fein ist sogar. Könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die zu fein sind. Hier das. Das ist ein allgemeines Rokoko-Problem. Also. Ich weiß nicht, warum das die Tür jetzt so weit hinten ist. Ob ich da was falsch zusammengehängt habe. Keine Ahnung. Nein, die ist wirklich so. Also das ist ein Rokoko-Problem. Das ist sogar, hatte ich sogar mit der TT. Das ist ein effektives Rokoko-Problem. Mal gucken, ob ich das irgendwie beheben kann.
weil ich wollte auch in den Tender reingucken. Also da, es ist schon nachgebildet, der Tender. Wie heißt das hier? Lokführerstand. Ich wollte den Führerstand angucken. Ja, er ist nachgebildet, aber es ist wirklich nichts Spezielles. Also es ist schwarz auf schwarz, man sieht es nicht. Lohnt sich nicht zum Reingucken, haben und nicht verpasst. Wieder zum Kessel. Die Stellstange für Vor- und Rückwärtsfahrt. Nein. Nicht freistehend. Die Pumpe. Schaut mal. Ja, an alles gedacht hier. Wirklich für das Alter. Trittstufen nicht vergessen, auch wenn er kaum Platz gehabt hat, aber er hat die Trittstufen gemacht. Hier unten. Zum sich halten da. Im Griff. So gesagt. Auch hier. Dieses Handrad, das sieht wirklich aus, widersprochen damals schon. Und dieses Aggregat hier oben, keine Ahnung, aber diese Leitung ist auch freistehend. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ich weiß auch nicht alles. So, wieso macht es jetzt dunkel? So, auch hier. So, ich versuche es nochmal nach oben zu gehen, zum Beispiel die Lokomotive zeigen. Und dann bin ich gleich wieder zurück. So, hier die Draufsicht auf den Kessel. Auch da seht ihr, also ist viel detailliert. Von rechts nach links, Auspuff, Lichtmaschine, Sanddom. Dom, nochmal Sanddom und dann da hinten der Dampfverteiler, die Kohle. Also für das Alter ist die Kohle nicht schlecht. Wassereinfüllkasten, das Führerhaus mit der kleinen Belüftung drinne. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder? So, das war der Rundgang um das Lückchen. Superschöne Maschine, hä? Für das Alter. Sicher kann sie nicht mithalten mit die heutige Rewa Rossi und wer da nicht alles macht und Rocco. Ist ja auch bei Rocco eine Produktpflege. Diese Lokomotive ist eines von den ersten, wo Rocco ins Programm aufgenommen hat, soviel ich weiß. Sie verschwindet nie aus dem Sortiment, wird immer wieder überarbeitet. Ist mal vielleicht ein Jahr zum Sortiment draußen oder 2 Jahre und dann kommt sie wieder zurück. Also da Rocco liebt diese Lokomotive und die wird es immer wieder geben. Ich wollte den TT immer haben. Gab es aber nie. Man hat immer gehofft, dass Rocco sich mal, jetzt hätte ich fast was gesagt, wie soll ich denn sagen, sich ans Herz fasst, so gesagt, und diese Maschine macht. Haben sie nicht gemacht, sondern Arnold macht sie. Ist auch nicht einfach zum die Lokomotive machen, aber ich glaube, hier hat Rocco schon damals diesen engen Radabstand nicht so befolgt, weil die Räder sind ja doch im Original sehr eng zusammen. Ich glaube, dass Rocco hier Kompromisse gemacht hat. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, zum Verhältnis gesehen, Rocco früher unter die Regie von Herrn Marketfrau und Rocco heute, dass früher Rocco besser war. Vielleicht sehe ich es falsch, ich will niemanden beleidigen, aber ich habe so das Gefühl, weil diese Maschine ist gut detailliert für ihr Alter, würde ich sogar sagen, sehr gut. Und die ist auch griffig, man kann sie anfassen. Also, ja. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Glaube nicht, oder? 58er, Klassiker. Meist benutzte Lokomotive. Ich weiß nicht, wie viel Stück das es gab. Zu seiner Zeit die stärkste Lokomotive, aufgrund auch vom
Reibungsgewicht, kann man das so sagen, eigentlich eine reine Güterzuglok, aber wurde auch eingesetzt vor Personenzügen. Ja, das war das alles zu dem. Also, ich hoffe, euch hat diese Lokpräsentation gefallen. Und dann freue ich mich, wenn ihr euch das nächste Mal wieder dazu schalten werdet für eine weitere Lokpräsentation. Also in dem Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal und mach's gut.